zwei elektrische Ladungen Q1 von einem Mikrocoulomb und Q2 von 9 Mikrocoulomb befinden sich an zwei Punkten A und B, die in einem Abstand von 16 cm voneinander entfernt liegen. Bestimme den Punkt C, der sich auf der Strecke AB befindet und an dem man eine Ladung Q3 setzt, so, dass die durch Q1 und Q2 auf Q3 wirkende Kräfte sich aufheben. Am Punkt A befindet sich eine Ladung Q1 von einem Mikrocoulomb, also von 1 mal 10 hoch minus 6 Coulomb. Am Punkt B befindet sich die Ladung Q2 von 9 Mikrocoulomb, also von 9 mal 10 hoch minus 6 Coulomb. Der Abstand zwischen diesen zwei Punkten A und B beträgt 16 cm, also 0,16 Meter. Auf dieser Strecke AB setzen wir die Ladung Q3 an diesem Punkt C. Und zwar so, dass diese zwei Kräfte von Coulomb sich einander aufheben, das heißt, sie haben dieselbe Stärke. Diese Kraft F1,3 bezeichnet die elektrische Kraft, mit der die Ladung Q1 auf die Ladung Q3 wirkt. Und diese Kraft F2,3, das ist die Kraft, mit der die Ladung Q2 auf diese Ladung Q3 wirkt. Was wir suchen, ist der Abstand zwischen A und C, Abstand, den wir x nennen und den wir in Meter ausdrücken. Und um diesen Abstand zu finden, werden wir selbstverständlich die Formel von Coulomb einsetzen. Der Abstand zwischen A und B beträgt 0,16 Meter. Der Abstand zwischen A und C, das ist x. Also ist der Abstand zwischen C und B 0,16 minus x. So, wir berechnen zuerst die Stärke dieser Kraft F1,3. Diese Stärke wird bestimmt durch die Formel von Coulomb und ist also gleich zu K0 mal Q1 mal Q3 geteilt durch x². Die Stärke dieser Kraft F2,3 ist gleich zu K0 mal Q2 mal Q3 geteilt durch diese Distanz, also 0,16 minus x im Quadrat. Und da diese zwei Kräfte einander aufheben, müssen ihre Stärken gleich groß sein. Daraus schließen wir also, dass diese zwei Produkte gleich sein müssen. Und diese Gleichung können wir durch K0 kürzen und auch durch Q3 kürzen. Wir sehen also anhand dieser Gleichung, die jetzt noch übrig bleibt, dass diese Distanz x nicht von der Größe dieser Ladung Q3 abhängt. Q3 wurde hier weggestrichen. Diese Gleichung führt zu Q1 mal 0,16 minus x² gleich Q2 mal x², also so. Wir ersetzen Q1 durch 1 mal 10 hoch minus 6 und Q2 durch 9 mal 10 hoch minus 6 und so erhalten wir diese Gleichung mit unbekannter x. Wir können diese Gleichung aber durch 10 hoch minus 6 teilen und somit bleibt diese Gleichung zweiten Grades übrig, die wir per Hand mit der diskriminanten Delta lösen können oder wir fragen den Taschenrechner. Dazu geht man zuerst ins Menü, man fährt mit den Kursortasten
bis zum Feld der Gleichungen und bestätigt diese Auswahl durch das Ist-Zeichen. Wir möchten hier eine Polynomgleichung lösen, also klicken wir auf 2. Der Grad ist der zweite, also klicken wir nochmal auf 2. Und jetzt brauchen wir nur noch die Koeffizienten der Gleichung einzugeben. Der Koeffizient von x², das ist diese 8, also 8, Enter. Der Koeffizient von x, das ist 0,32, Enter. Der unabhängige Term, das ist minus 0,00256, so, Enter. Jetzt nochmal Enter. Die erste Lösung x1 von dieser Gleichung zweiten Grades ist 1/25, das heißt 0,04. Die zweite Lösung der Gleichung zweiten Grades ist streng negativ. Aber die Zahl x ist eine Distanz, die muss also positiv sein. Und somit ist diese negative Lösung zu verwerfen. Die einzige Lösung, die wir also erhalten, das ist 0,04. So. Und demzufolge ist dieser Abstand zwischen A und C 0,04 Meter, also 4 Zentimeter.